Hallo. Hat ja nichts eigentlich. Jetzt nochmal zum Thema großer Frost bei den Hortensien. Hier haben wir ein bisschen Pech gehabt. Die Blüten sind jetzt zum größten Teil braun. Die werde ich jetzt nach den Eisheiligen 16, 17, 18, je nachdem wie Zeit habe, kürzen. Also schneide ich nur die Blüten raus, weil das ja eine Sorte ist, die am einjährigen Holz blüht. Wenn Sie Hortensien am zweijährigen Holz blüht, dann, das ist jetzt eine Endless Summer Sorte, die blüht am einjährigen Holz, aber die hat es ganz schwer erwischt. Darum habe ich es jetzt zu Testzwecken mal abgeschnitten. Die würde ich dann richtig schön rund abschneiden, dass die neu durchtreibt. Und auch wenn Sie alte Pflanzen haben, die 10, 15, 20 Jahre alt sind, einfach mal sich trauen und mal rund schneiden, so auf einen Meter runterschneiden. Und dann treibt die neu aus und im Juni, Juli machen die Blüte für nächstes Jahr. Und dann, Sie werden sehen, die blüht über und über. Gut düngen natürlich und dann ist der große Frost auch ein Vorteil. Dann werden nämlich die Pflanzen nächstes Jahr wunderbar. Tschüss, bis zum nächsten Tipp.